Hallihallo, meine lieben Homies. Willkommen zu einem weiteren Papyrus-Rätsel, was wir jetzt lösen werden. Und ich zeige euch kurz welches. Nämlich dieses hier. Einen Moment bitte. So, das hier. Blick des Steins. Im südlichen Teil des Mariuetzis liegt eine Insel voller Ruinen. Ein Mann starrt mich den ganzen Tag lang an. Sehr aufdringlich. Deshalb verstecke ich mich hinter einer Säule, die ihm die Sicht verbaut. So. Ihr müsst euch auf jeden Fall direkt hinbeamen. Ich sage mal hinbeamen, teleportieren. Ne? Auf jeden Fall mit Beam meine ich zu den Aussichtspunkten. So, jetzt wisst ihr, was ich meine. Ihr ruft eure Karte auf. Orientiert euch dann hier, Lake Mariuetzis. Und nehmt dann diesen Aussichtspunkt. Ne? Genau diesen hier. Da teleportiert ihr euch dann hin. Dann seid ihr oben, dreht euch um. Springt dann erstmal hier runter. Ihr könnt auch ganz da unten springen und den Weg laufen. Das ist euch überlassen. Oder ihr macht das so. Und fällt erstmal, jumpt einfach den ganzen Weg runter, so wie ich. Auf jeden Fall, wenn ihr dann hier durch seid, ist hier eine kleine Säule. Die ist auch gemeint in diesem Rätsel. Dann liegt hier euer Schatz. Plündern. Papyrus-Rätsel gelöst. Ja, herrlich. Damit hätten wir dieses Rätsel auch abgeschlossen. Meine lieben Homies, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Papyrus-Rätsel. Auf Wiedersehen.